Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Swapa Agro unterwegs. Wir sind bereits in Folge 51 und waren dabei uns mit falsch Abfahrer entlassen. So, durchhalten gerade dabei uns mit der Düngemaschine rumzuärgern, Seemaschine rumzuärgern, die wohl nicht fahren wollte. Weil da irgendwie was schon gedüngt, gesät ist oder so ähnlich. So, aber das macht nichts. Ich setze jetzt hier einmal runter, einmal an, fahre einmal hier selber genau auf der Bahn lang, wie ihr seht. Mangel hier einfach nochmal drüber. Das interessiert mich also nicht wirklich. So. Jetzt fahre ich hier die Kurve, setze ein bisschen zurück. So. Mach so. Fahr ein Millimeterchen zurück. Mach die beiden aus. Nächst passenden Wegpunkt einstellen. Ja, ich glaube, wir haben die nächste Maschine gefunden, die mit Körsband nicht will. Weil er macht alles, aber nichts richtig. Ich sehe selber, das sieht nicht wirklich gut aus, was er da macht. Ne? So. Nächst passenden, dass ich jetzt auch mal nicht durchgehen. Ersten Wegpunkt aktuellen einstellen. Ich weiß nicht, warum er Gas bremst. Ich weiß auch nicht, warum er auf einmal hier 3 km/h drin hat oder so. Also, er rafft hier vieles nicht, muss ich sagen. Also, so super toll ist das hier wirklich nicht. So, ich mache jetzt den Kurs hier nochmal aus. So, hier nochmal hin. So, Feld laden. Also, alles anzeigen. Da ist nichts zu machen. Aktuellen und Bedingungen. Und entlassen. Okay, da wollte er losfahren irgendwo hin. Okay, dann machen wir jetzt mal den nächstgelegenen. Das dürfte jetzt der nämlich in der Kurve sein und da kann er wieder nicht. Fahrer entlassen. Ja, es ist schon manchmal echt toll, was das Ding kann und was nicht, weil viel kann es eigentlich wenig. Gut, ich mache jetzt mal eine andere Geschichte. Ich quäle mich jetzt mal nicht mit dem Vorgewende hier. Hoffe, dass die anderen Anordnungen hier richtig sind. Und lass ihn jetzt hier starten. Und hoffe, dass er das macht. So. Ich weiß nicht, was er vorhat und warum er das nicht macht. Er macht nur irgendwelche Ringelreihensachen da. Er spielt einen auf Lichtorgel und das war's. Mehr kriegt er nicht hin. Wartepunkt erreicht. Ich weiß auch nicht, was diese Wartepunkt erreicht Blödsinn hier soll. Er macht es aber nicht vernünftig. Hier ist hier los. Da muss es draufstehen. Warum stand es jetzt da drauf? Auf Überführung oder so ein Blödsinn? Hat keiner angeklickt. Das sehe ich wenigstens nicht. Auch nicht mit abgespeichert. Dem anderen ging es ja auch. Lag es am Traktorwechsel, dass er es nicht will? Kann eigentlich nicht. So, am ersten Wegpunkt und Abfahrer einstellen. Macht das jetzt. Also, dass er jetzt sich zusammenfaltet, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weil jetzt fährt er hin und fällt, fahrt sich wieder auseinander und legt los. Ich hoffe, dass er es jetzt macht und dass er die Kurven auch kann. Wer die Kurven jetzt auch nicht kann, dann lag es nicht am anderen Traktor. Dann müssen wir es halt so laufen lassen und gucken, ob wir korrigieren.
Also er fährt hier ein bisschen raus aus der Spur, aber er sieht selber, er macht es wenigstens. Also ich lasse ihn jetzt fahren. Wir werden am Schluss sehen, was draus wird. Wer kann man da nicht draus machen? So, das ist der nächste Kandidat. Den müssen wir jetzt rüberbringen, dass der Feld 7 einmal eine Runde vordüngt. Hallo, irgendwann müsste mal angehen, eine Runde, dann geht das auch. Bitte fahren, Dankeschön. Okay, er ist aber auf jeden Fall schneller wieder auf der Bahn wie der andere. Also das sieht so schlecht nicht aus. Wir lassen ihn jetzt aber mal gewähren. Mal sehen, was da rumkommt. Ja, den Streudünger, da muss ich jetzt eher mal gucken. Gab es dafür auf Feld 7 schon einen Kurs? Feld 7 hatte nur Dreschen. Das ist gut. Dann machen wir jetzt unseren Düngekurs. So, indem wir ihn jetzt hier hinstellen. Quietsch. So. Das ist Feldarbeit, das ist Düngen und Säen. Will ich extra nochmal an. Der erste Wegpunkt ist da drinne. Ich sollte das hier erstmal alles rausnehmen. Ich sollte den Kurs. So, nochmal Aufzeichnung beginnen. Nee, das ist alles richtig. Das hier. Feld 7. 36 Meter ist richtig. Aktuelle Position. Ich schalte das hier einmal durch. Was stand am Schluss hier eigentlich? Jetzt benutzte. Nö, glaube ich nicht. Darf's da anfangen? Vorgewende 2. Nö, reicht 1. Und zeig mir mal an, was du hier verzapfen willst. An der aktuellen Position des Fahrzeugs starten. Fällt euch was auf? Da ist die Position, man konnte sie nur schlecht sehen. Okay, ich nehme alles zurück, behaupte Gegenteil. Drehen. So. Dann speichere ich jetzt. Feld 07. Düngen 36 Meter. Fertig. Gehe hier hin, ersten Wegpunkt. Abfahrer einstellen und dann machst du es hoffentlich. Das Gute ist, es geht jetzt sehr zügig. Das heißt, er macht jetzt sein Vorgewende. Wenn er hier sein Vorgewende fertig hat und im inneren Bereich fährt, dann kann ich im Prinzip schon die Programmierung für den anderen machen. Was einfach stumpf daran liegt, dass der ja so viel und so oft gar nicht fahren muss hier. Ihr seht ja selber, 36 Meter Breite. Ne? Da hat er ja schon einiges erledigt. So, ich steige hier mal aus. Hüpf hier mal fix rein und setze hier mal eine Runde zurück schon hier. Ja, das ist natürlich eindeutig unsere wuchtigste Maschine. Deswegen hat er auch das gute Stück hinter sich. So. Muss jetzt allerdings, bevor ich mit ihm hier loslegen kann, warten, bis er hier mindestens einmal vorbei ist. Ne, damit das da dementsprechend endet. In der Zeit werden wir mal gucken, was er hier so macht. Er macht die zweite Bahn, kriegt die Kurven und sowas aber hin und fährt. Also immer wollen wir gar nicht. So, was wir natürlich jetzt noch machen können, ist mit ihm eine Runde losfahren Richtung Bretterpaletten. Derzeit hat der Dünger dann schon mal eine Zeit Vorsprung und dann können wir dann den Kurs für den tiefen Grupperpfad anmachen. So einfach ist es. So, hiermit heizen wir jetzt einfach mal Richtung Sägewerk. Das sollte also relativ schnell gehen. Richtig vermisst, wir haben die ganze Zeit jetzt die letzten Folgen wenig gefahren. Da macht es auch mal Spaß, wieder schön auf dem LKW zu hüpfen und loszulegen. Saus und Braus ja an den Jungs dabei zu schmirgeln. Ja. Weil das ist jetzt, glaube ich, wieder so eine rückwärts den Ladesteg hoch Aktion. Die wir da machen müssen. Ist nicht unbedingt die schönste Variante, das gestehe ich zu. Ja, irgendwann muss ich jetzt natürlich, habe ich jetzt natürlich
Natürlich habe ich jetzt nicht natürlich, 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 tausendmal natürlich gesagt. Nein, ich müsste eigentlich dann die nächsten Male mal diese Touren einfahren. Was wir auch machen können, weil jetzt läuft die Feldarbeit. Ne? Die Jungs müssen ja erstmal eine ganze Menge machen. Wenn wir erstmal den Tiefengrubber auch am Start haben, vielleicht die Sämaschine aufs nächste Feld übergesetzt haben, dann können wir es auch machen. Uns hat das Stroh natürlich noch ein bisschen mit aufgehalten, klar. Aber wie gesagt, das musste halt auch sein. Wir haben jetzt wieder Stroh und vor allem produzieren wir jetzt auch wieder Silage. Also wie gesagt, einen vernünftigen, großen, dicken, fetten, leistungsstarken Traktor hätte ich gerne noch. Der auch die andere Sämaschine da bändigen kann. So, hier sind wir angekommen. Da sehen wir unsere Jungs. Aber wie gesagt, die können wir nur laden, wenn wir da tatsächlich rückwärts drauf fahren. Das hatten wir letztes Mal schon. So, Lademodus anschalten mache ich. Die Hilfe mache ich jetzt mal aus. So. Ja, ich muss hier so ein bisschen hin und her fahren. Das bisschen mehr von der Seite machen, weil das Schild ist nicht so das Optimale, muss ich sagen. So, das dürfte ich einen ganz leichten Knick haben. Er dürfte mir die Paletten hier laden. Was macht er? Mache ich hier nochmal. Zurück. Wow, okay. Machen wir wieder vorwärts. Jetzt hängen wir wieder in der Luft. Das sieht richtig gut aus, oder? Aber wir sind runtergekommen. Ja, ich habe natürlich jetzt einen großen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, die Palettenart zu wechseln. Muss ich natürlich sagen, das ist nicht die feine Art, aber es ist jetzt leider passiert. Ich werde jetzt mal ein Stückchen vorfahren. So. Den Ladevorgang ausschalten. Ich werde jetzt mal Z drücken. Dann hat er jetzt alle runtergeschmissen. Jetzt drücke ich das Y und aktuell Bretterpaletten laden. Drücke jetzt wieder die Ladefunktion und jetzt sieht das gut aus. Ne? Dann mache ich Lademodus aus, Spanngurte dran und jetzt sieht das sogar sehr gut aus. Da kann man auch was mit machen. Ne? So, haben wir also unsere Bretterpaletten stehen, mit denen wir losfahren können und das Ganze zur Baustelle bringen können. Weil das und Betonplatten müssen wir auf jeden Fall noch hinbringen. Bei Betonlose sozusagen müssen wir echt noch mal gucken, wie viel er denn noch verlangt oder noch haben will. Das habe ich jetzt so nicht im Kopf so. Deswegen machen wir den Spaß hier mal. Wir wissen ja jetzt, dass wir, wenn wir jetzt rechts abbiegen, keinen Blitzer haben. Dann kommen wir zu unserem eigenen Kreisverkehr, dann fahren wir links ab und dann haben wir erst in der Kurve, bevor wir am Ziel sind, haben wir erst einen Blitzer. Das ist also nicht das Ding. Deswegen kann man hier schön Stoff geben. Ah, fahren ein paar Autos, ich fahre schon mal langsam rüber. Mit so einem Gewicht drauf will ich nicht unbedingt hier den Schnellerbieger machen, sag ich mal so. Da kommt mir so was Schönes entgegen, das macht aber nichts. Die Straße ist mir jetzt breit genug. So, hier können wir mal gucken. Da fährt gerade einer im Kreisverkehr. Da wusste ich nicht genau, wo der lang fährt. Deswegen fahre ich jetzt auch mal die originale Rundung. Und fährt er hier raus? Ne, er bleibt auf der Strecke. Ist gut. Da hinten fährt einer. Da kommt uns auch einer entgegen. Der ist natürlich genau im falschen Moment. Da kommt uns natürlich noch mehr entgegen. Macht den Moment nicht besser.
So, ich fahre jetzt mal dran vorbei, auch wenn ich weiß, dass ich hier in der Kurve jetzt. Ich taumel schon und Tempomat bemühen muss. Weil eigentlich habe ich mich jetzt gerade angeschmissen. Weil hier vorne in der Kurve steht der Blitzer. Da sehen wir das Ganze. So, ab jetzt ist schon wieder alles egal. So, da sind wir gleich. So, Wetterpaletten sind, glaube ich, der hintere Punkt. So. Abladeseite da ist besser auf jeden Fall. Ladegurte ab, Z abladen, schon ist alles weg. Wir steigen einmal aus, machen die Hilfe an, laufen hier mal ein Stückchen rüber und sehen hier eigentlich nichts. Ne? Aber wenn wir jetzt unser Tablet anschmeißen, hier einmal zurückgehen, um das Ganze zu aktualisieren, sehen wir, er ist schon 16% gemacht. Die Summen gleichen sich an und ihr seht, wir werden ungefähr die gleiche Menge auch nochmal an Betonblöcke hier reinbringen müssen, dass wir aber so ja, 20.000 vielleicht noch hierher bringen müssen. Und dann sehen wir mal, wie viel er dann insgesamt daraus macht. Dann lassen wir es erstmal in Ruhe arbeiten. So, ja, aber mit dieser wunderbaren Überprüfung sind wir am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Würde mich auch sehr über ein Teilen freuen, wie natürlich auch ein Abo. Klar, wäre super. Und vor allen Dingen aufgrund der neuen Richtlinien dabei. Bei YouTube bin ich leider auf Abos angewiesen, würde mich also sehr freuen, dass, wenn ihr mich noch nicht per Abo unterstützt, wenn ihr das dann auch machen würdet. Ich bedanke mich natürlich bei all denen, die das immer schon tut. Wenn ihr noch andere Leute habt, die sich auch für sowas interessieren, ne? Schubst sie auf diesen Kanal sozusagen und dann schauen wir mal, was draus wird. Vielleicht gefällt es denen ja. Dann sage ich nochmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.